Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier für die PS3. Im letzten Part haben wir so eine blöde Riesenechse erledigt. Den Shade, den wir schon mal bekämpft hatten im Vorfeld. Und jetzt wollen wir einmal in die Wüste zur Stadtfassade. Oder zum Königreichfassade, wie auch immer. Denn dort lebt ein König, der ist auch von der Runenpest befallen. Und die Leute dort forschen scheinbar schon eine ganze Zeit nach einem Heilmittel. Klingt vielversprechend. Von daher wollen wir uns das doch mal ansehen. Eventuell finden wir ja dort ein bisschen was raus, was Jona retten kann. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. So, Alliierte befehligen als Tutorial. Ja, danke schön. Können wir mal machen, ne? Ups, so, ja. Wow, habe ich gerade viel Schaden gefressen. Ich glaub's ja nicht. Egal. Weiter geht's. Weiter geht's und noch ein bisschen weiter auf Shades einprügeln. Weil ich gerade Bock drauf hab. Wow. Ich treffe heute wieder gut. Ich bin echt gut darin, meine Gegner zu treffen. Was zum Teufel, ey? What the heck? Was zum Teufel, ey? Warum nehme ich so verdammt viel Schaden? Holy. Ich stelle mich heute aber auch an. Nur weil ich meine knappe Woche lang nicht aufgenommen habe. Naja. Naja. Hey. Jo, so geht's auch. Ne? Ich bin halt noch so ein großer Fan vom Nahkampf. Deswegen. Oder vom magielosen Kampf, sagen wir mal. Wenn ich einen Bogen zur Verfügung hätte, würde ich den nutzen. Aber ich glaube, den Gefallen tut uns das Spiel nicht. Von daher bleiben wir bei unserer Nahkampfwaffe. Kein Ding. Bis wir dann irgendwann später ein paar mehr Magiepunkte haben, um unsere Zauber sinnvoller nutzen zu können. Aber erstmal geht's hier wieder zurück in unser Dorf. Hey! Was ist los? Ich werde draußen warten. Das ist verrückt. Es ist gefährlich hier draußen. Ich bin gerne allein. Wenn du einen anderen Ausgang nimmst, treffe ich dich einfach dort. Bist du sicher? Ich hatte gehofft, dir Jona vorstellen zu können. Gib schon auf. Sie hat ihre Entscheidung getroffen. Nicht jeder genießt die Gesellschaft von anderen so sehr wie du, Okay, schon gut. Bis später. Ja, ja. Ich wünschte, ich könnte diese keine treffen, von der Papa erzählt. Ich wette, sie ist sehr freundlich und sagt ständig nette Sachen. Nee. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber, ja. Ich meine, schön, dass sie erstmal, dass Jona erstmal vom Besten im Menschen ausgeht. Ne? Auch wenn es nur ein Halbmensch ist. Aber das ändert ja nichts am Wert. So, komm mal hier. Ein Echsenschwanz. Okay. Nehmen wir mit. Na, komm schon. So. Geht doch. Ich will euch doch nur looten, um an euer Fleisch zu kommen. Ist das denn zu viel verlangt? Mann, Mann, Mann. Und die andere Ziege, ist sie schon despawned? Was zum Teufel, das ging schnell. Okay. Okay, meinetwegen.
Meinetwegen ist sie bereits despawned. So, was haben wir hier oben? Hallo? Sammelst du es mal bitte? Danke. Ich habe nicht umsonst auf Kreis gedrückt, weißt du? Naja. So. Ein paar Beeren, sehr schön. Solange es nur Beeren und keine Bären sind, ist alles in Ordnung. Weil so ein Berg würde uns wahrscheinlich erledigen. Naja. Naja. So, und dann schauen wir doch einfach mal ein bisschen weiter. Sind wir hier noch richtig? Ist jetzt die Frage. So, what's facade like? Sieht so aus. Strange. Let's just leave it at that. Stranger than a boorish young woman who battles monsters in her undergarments. Let's go. Was ist das, ein Springbrunnen? Frage. Theoretisch ist da eine Tür. Praktisch geht die nicht auf. Moment. Aha. Das scheint nicht mehr in Betrieb zu sein. Ach, schade. Mist. Na gut, dann nicht. What's that? Phylum Arthropoda, Subphylum Telesaurata, Order Scorpionta. They are closely related in form and structure to other arachnids. Well, that clears everything up. It's an enemy. Kill it. Now that I understand. Wow. Aua. Alter, die sind schnell, die Viecher. Okay. Aber nimm mal lieber ein paar mehr medizinische Kräuter, sicherheitshalber. So, geht doch. Wölfe bekämpfen, Tutorial, Mensch. Natürlich bekomme ich das Tutorial, nachdem ich die schon bekämpft habe, ne? Ist ja logisch. Wann auch sonst. Okay, Wolfszahn, hey, Mensch. Wollt ihr ein paar Zähne? Ich kann euch nur empfehlen, welche zu nehmen. Sehr praktisch. Na gut. Oh, du Mistding, ne? Hat das Ding mich vergiftet? Zum Glück haben wir genau ein Gegengiftgras dabei. Na gut. Na gut. Aber wir wissen ja, dass dann Skorpion kommen wird. Verdammt, ich dachte, das kriegen wir hin, ohne dass er mich erwischt. Naja. Okay. Okay. Müssen wir halt hoffen, dass die Vergiftung von alleine geht. Oder so. Ah, wie auch immer. Wait, they're leaving. That one appears to be the pack leader. Okay. Na denn, wenn sie abhauen, alles gut. Nicht wahr? Damit kann man arbeiten. Mit fliehenden Gegnern. So. Na denn. Komm mal her, Eisenerz. Schön. Oh, du hast gerade gegen den Skorpion gekämpft, wie es aussieht. So, ja. Mistviech. Nehmen wir euch doch mal mit. So, na bitte. Funktioniert doch ganz gut. Keine als Lockvogel nutzen. Und dann die Skorpione erledigen. Klingt nach einem super Plan. Hi, ihr. Doesn't look like we'll be getting in very easily. Now see here.
You know these guys, Kaine? No, it's not that. Okay. Warum haben die jetzt einfach die Tür aufgemacht? Die Tür, das Tor, wie auch immer. Das sieht aus, wie ich mir eine Wüstenstadt vorstelle. Ja. A while back, I saved one of their kids from a pack of wolves. Ever since, this town's welcomed me with open arms. It's gotta be a pretty screwed up place if they let me in, huh? Anyway, I don't know the language or anything, so don't get too excited. Okay. Schade. Wäre eigentlich super. Figure out the rest for yourself. What about you? I'll stay here. I hate crap like this. I don't know whether to thank you or wish you ill. Sehr schön. The language they use here is pretty crazy. So good luck with that. Na toll, danke. Vielen Dank dafür. Duh. Naja, gucken wir doch mal. I'd wager that huge structure is the King's Manor. Das ist das, was uns gerade schon gesagt wurde, ja. How did we even get there? With willpower and smarts, my good man. Willpower and smarts, huh? Na denn. Gucken wir uns das doch mal an hier. I can't understand a thing these people are saying. They speak a language I have never before encountered. Tja. Ich glaube, das ist schlecht, oder? Okay, wir sollten hier nicht in den Sand reinspringen. I am a brilliant book of unspeakable value, not some dog-eared travel guide. Du bist kein Travel Guide? Langweilig. Okay, dann geht's mal hier runter. All these stairs. They couldn't have made this more needlessly complicated if they tried. Ach Quatsch. So kompliziert ist das schon nicht. Glaube ich. Maybe I should have studied languages when I was a kid. You could speak a thousand tongues and still fail if you lack knowledge of another's culture. Das ist tatsächlich ziemlich weise, was Weiss da gesagt hat. Ja, egal wie viele Sprachen man spricht, wenn, solange man die Kultur nicht versteht, ist trotzdem kacke. Mal in Kurzform. Und damit hat er gar nicht mal so Unrecht. So. Hier lang und da sind wir doch schon. War doch gar nicht so schwierig. No entry, it would seem. I sure wish I understood this language of theirs. Tja. This is pointless. Let us go back. Okay. Ja gut. Dann müssen wir wohl zurück. Wenn das Spiel uns das so sagt, ne? Ja, wird uns auch als nächstes Ziel direkt angegeben. Das heißt, das ist keine Verarsche. Na dann. Nun denn. Oi. Wollen wir doch mal hier ihr Zeug aufsammeln. Na komm schon. So, und so. Dann zu der armen Frau. Oh, look. This one lacks the power of speech. Perhaps she can communicate through gesture. Let me see. Thank you. You're welcome. I am Fira.
Wie kann man durch eine Geste einen Namen wie Führer ausdrücken? You in trouble? No, you just need to ask your leaders about something. But I can't do that unless I can understand them. I can guide you? Oh, she will act as our guide. How fortuitous. Ja, welch ein Zufall. First, I must explain this town. I'm not here for a tour. Aber vielleicht. There are rules to follow. Ja, das dachte ich mir. Follow me. Well, there you have it. Na dann, folgen wir ihr doch mal. Das klingt doch nach einem Plan. Leider ist sie ziemlich langsam. Ja. Das ist da unten eine Apotheke. Aha. Alle Läden und Häuser in dieser Stadt müssen folgende Regel befolgen. Regel 106. Wohne nicht auf ebener Fläche. Rule 106. Wir haben viele Regeln. Is Rule 106 the reason for your labyrinthine system of staircases? Ja, das ist die Regel. Well, I suppose eccentric people deserve an eccentric town. Okay. Nicht auf eben. Naja. Entschuldigung, ich wollte nicht im Weg stehen. So. Hier wird es wahrscheinlich ein Gondelsystem geben. Gehe ich mal von aus. Ja. Dies ist ein Anlegeplatz für Sandboote. Regel 115.017. Vor dem Kauf irgendwelcher Items muss die Stadt von einem Schiff ausgesehen worden sein. Oh, come now. What could possibly What? Be the point of such an absurd rule? Ich weiß es nicht. Die Regel gab es schon, als ich hier ankam. Hold on. Your people are still making rules? Ja. Ich habe gehört, dass diesen Monat... Achso, Moment. Das ist... So und so viel. 1000. Ich verstehe. Dass diesen Monat Regel 124.046 erlassen wurde. Of all the idiocy, I could never live in this city. Tja. Aber gut. Dann wollen wir uns doch hier einmal transportieren lassen. Aha. Aha. Okay. Aber trotzdem 100 irgendwas tausend Regeln. Wow. Wow. Ich glaube, auf so viele Gesetze kommen wir hier in Deutschland nicht mehr, wenn wir sämtliche Gesetzbücher und Verordnungen und so weiter zusammenzählen. Naja. Dies ist ein Lebensmittelladen. Regel 11.034. Du musst auf einem Stockwerk. Moment, du musst auf einem Stockwerk leben, das deiner Position angemessen ist. Ah, so the aristocracy lives in the top levels, while the commoners subsist below. Ja. Seems like a rather unpleasant rule for those on the bottom. Does this girl plan to drag us about the entire town in this fashion? The kid sure does love her rules, doesn't she? nein, ich will die Führung nicht abbrechen. Das ist interessant. Oh, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Das bringt uns Dinge bei. Das finde ich gut. Lernen ist was Tolles. Nur weil Weiß keinen Bock drauf hat, heißt das nicht, dass wir nicht lernen wollen. So, dann schauen wir doch mal, wo sie uns jetzt noch hinbringt. Hinführt. Hinverführt, nee, Moment, das war falsch. Dafür ist sie ein bisschen zu jung. Also, hoffe ich. Das hoffe ich doch stark. Moment, wir sind ja wieder am Anfang. Was machen wir hier? Wir waren schon fast da, wo wir hin wollten. Nein.
Na gut. Aber ich wollte ja die Führung, ja, Entschuldigung. Du hättest locker vorbeigehen können, ne? Dies ist ein seltsamer Dingeladen. Ja, ein Laden, der seltsame Dinge verkauft. Ich weiß es nicht. Die Sachen sind so seltsam, dass keiner sagen kann, was sie machen. Das stimmt wohl. Ja, ja. Ich war doch schon... Egal. Egal. Ich hab das doch... Ich hab die Stadt doch schon von dem Schiff aus gesehen. Ich sollte doch einkaufen können. Na gut, meinetwegen. Meinetwegen. Also, führst du mich jetzt bitte zu eurem Anführer? Wie wär's? Ich wäre da mal voll dafür. So, ne? Im Großen und Ganzen. Wäre das schon eine tolle Sache. So viel Sand. So verdammt viel Sand. Naja. Nee, immer noch nicht zum Anführer. Wow. Echt jetzt? Okay. Das scheinen Waffen zu sein. Nee, Fälle. Waffen. Ah, Rohmaterialien. Okay. Dies ist ein Laden, der Rohmaterialien verkauft. Wir verwenden dieses Material zur Herstellung von Masken. Regel 12. Vergiss deine Maske nicht. Wer hier leben möchte, muss jederzeit eine Maske tragen. Yes, I was beginning to suspect that. Na gut. Okay, wie weit dürfen wir jetzt wieder mitfahren? Ey, wenn wir jetzt die komplette Runde hier rumfahren, ne? Nur um wieder zum Palast zu kommen. Dann, ja. Dann erleben die aber was hier. Dann können die aber was erleben. Naja. Gut. Wir fahren auf jeden Fall. Warum sonst hier nicht... Egal. Ah, natürlich. Hier ist nochmal einer am Anfang direkt. Gut. Dies ist ein Waffenladen. Okay. Damit ist eure Führung durch die Stadt abgeschlossen. Vielen Dank für eure Geduld. Ich werde euch nun zum Anwesen des Königs geleiten. These rules are enough to make a sensible man reach for the noose. I don't know how you survive in a place with so many inconvenient prescripts. Es ist nicht so schlimm. Obwohl ich mich einst dasselbe gefragt habe. Und dann hat mir jemand gesagt, Regeln existieren nicht, um dich einzuschränken. Sie existieren, um dir deine Freiheiten aufzuzeigen. Wenn ich es so betrachte, stören sie mich nicht. Whatever gets you through the day. Jo. Na dann. Kommen wir endlich dorthin, wo wir hin wollten. Nämlich zum Anwesen des Königs. Des Anführers. Wie auch immer. Yay. Wupp, wupp. Wupp, fucking wupp. Nun ja. Nun ja. Dann wollen wir doch einmal schauen. So. Dann sind wir schon mal da, wo wir jetzt hinwollen. Das ist schön. Ob was? Echt jetzt? Okay, so. Das ist das Anwesen des Königs. Jedoch haben wir derzeit keinen König. You have no king? Unser König wurde von einer heimtückischen schwarzen Krankheit befallen und ist verstorben.
Sein Sohn, der Prinz, regiert nun dieses Land. Dies ist der königliche Berater des Prinzen. Er weiß sicherlich mehr über diese Dinge als ich. Thank you. All of this touring has been helpful for understanding your language. Was das? I believe I will be able to speak with this advisor myself. Okay. Stellen wir das doch mal auf die Probe. We need to talk to the prince. Ich fürchte, der Prinz empfängt derzeit keine Besucher von außerhalb. Ich würde es begrüßen, wenn ihr an einem anderen Tag zurückkommen könntet. My patience for this kind of thing has long ago evaporated. Es tut mir leid. It's not your fault, Vera. Let's go back to kindness. Es tut mir leid. Okay. Okay. Das ist schlecht. Glaube ich. Ist auf jeden Fall nicht gut, dass der König verstorben ist. Ach, Menno. Warum muss sowas immer uns passieren? Echt unschön. Echt unschön. Na gut. Naja, die Regeln von Fassaden müssen auf jeden Fall befolgt werden. Bla bla bla, Sülz, Laberababer. Ich warte mal auf die Kleine. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, beziehungsweise inwieweit das sinnvoll ist. Aber trotzdem. Hey, das ist vielleicht das Kind, das Kenny gerettet hat. Schauen wir doch einfach mal. Ach du meine Güte. The person who saved me? Surely you don't mean Kaine. Kaine helped you, this foul-mouthed hussy. Piss off, Book. You guys done? Hey, habt ihr schon das Neueste gehört? Der Prinz ist verschwunden. Was? Er verletzt wir Regel 83.348. Was geht hier vor sich? Der Prinz ist verschwunden. Gemäß Regel 83.348 müssen wir sofort nach ihm suchen. Nein, ihr versteht nicht, der Prinz ist im Öd-Tempel verschwunden. Aber Regel 50.527 besagt, dass nur Adlige diesen Tempel betreten dürfen. Oh nein, das bedeutet, wir können nicht nach ihm suchen. Aber was ist mit Regel 83.348? Was ist mit Regel 50.527? Looks like all those rules are getting in the way. This is their way and their system of laws. As outsiders, we have no say in the matter. Come, we should be off. Okay, wir sollten gehen. Na dann, werden wir gehen. In der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.